Hallo und herzlich willkommen zu den Erklärungsvideos rund um die Klesana C1. In dem Video darf und möchte ich euch das Konzept hinter der ganzen Toilette vorstellen. Die Klesana C1, so wie wir sie hier haben, das ist die erste mobile wasserlose Toilette, die nach dem Prinzip der Beutelverschweißung funktioniert. Warum Beutelverschweißung? Der Hintergrund ist relativ einfach. Für den Einsatz in der Medizinbranche und in den Krankenhäusern wurde diese Technologie der Beutelverschweißung ursprünglich entwickelt, mit dem Ziel, dass Hinterlassenschaften rückstandslos entsorgt werden können. Was wir hier im Endeffekt, um die Komplexität runterzubrechen, gemacht haben: Wir haben die Technologie, die man beispielsweise aus der Lebensmittelverschweißung kennt, also eine klassische Vakuumiermaschine, in eine Toilette gepackt. Bei der Entwicklung der Schweißeinheit haben wir auf handelsübliche, am Markt getestete Komponenten gesetzt. Schlicht und einfach deshalb, um bei jeder Komponente, die eingesetzt ist, den Stand der Technik zu haben. Also das heißt, wir haben hier nichts, was früher kaputt gehen könnte, weil wir einfach ganz bewusst Komponenten nutzen, die eben vielfach getestet wurden. Generell ist es so, dass diese Toilette jeden einzelnen Toilettengang in einen separaten Folienbeutel einschweißt. So, wenn wir einmal in die Toilette reinschauen, dann haben wir hier ein Trägermaterial. Das ist unser sogenannter Folienliner. Dieser Folienliner ist nichts anderes als eine Endlosfolie, die mehrfach gefaltet ist. Diese Folie wird auf die Folienkassette aufgezogen und die Toilette zieht nach jedem Toilettengang diese Folie vollautomatisch ab, verschweißt sie und bereitet den nächsten Toilettengang vor. Wir reden hier auch ganz bewusst von einer Verschweißung. Das heißt, wir schmelzen das Polymer auf und strukturieren es neu. Dadurch entsteht eine neue Polymerstruktur und wir haben tatsächlich eine Siegelwirkung. Also das heißt, es stellt sicher, dass nichts von dem, was an Inhaltsstoffen drin ist, durch diese Schweißnaht entweichen kann. Die zweite Komponente ist, dass wir eine Folie haben mit einer Hochbarrierefunktion. Das heißt hier, wir haben eine Sauerstoff- und eine Feuchtigkeitsbarriere. Und dadurch wird sichergestellt, dass weder Gerüche noch Inhaltsstoffe in irgendeiner Art und Weise entweichen können, bis, und das ist das Ziel des Konzepts, diese Hinterlassenschaften inklusive der Beutel in die Entsorgung bzw. in die Verwertung gebracht werden. Die Folienbeutel, die nach jedem Toilettengang entstehen, können ganz einfach über den Rest- oder Hausmüll entsorgt werden. Und die Toilette ist konstruktiv auch so ausgelegt, als dass sie ganz einfach auf konventionelle bestehende Kassettensysteme nachgerüstet werden kann. Das war jetzt nur ein kleiner Einstieg in die Welt der Klesana C1 und ich würde mich freuen, wenn wir in dem nächsten Video miteinander tiefer in das ganze Konzept und die Technologie und die Idee dahinter vorstoßen.